Pflanzen, die einen zweiten Frühling bei uns erleben. Ganz seltsam. Wir hatten ja einen super trockenen Sommer und vor einiger Zeit hatte es ja einen Niederschlag in kurzer Zeit von 60 mm gegeben. Und da sind doch etliche Pflanzen plötzlich wieder weitergewachsen, von denen man es gar nicht mehr erwartet hatte. Wir hatten ja alle möglichen Hokkaidos schon geerntet, die richtig reif waren. Und jetzt nach diesem großen Regen fingen die plötzlich an, wieder zu wachsen. Und wir haben noch allerhand neue Früchte dazu bekommen, die jetzt hier noch reifen. Das gleiche gilt auch für den Blue-Belly-Kürbis. Da ein Riesending nochmal, so um die 8 Kilo, der sich jetzt erst entwickelt hat. Die anderen hatten wir schon geerntet. Da liegt noch einer. Und selbst hier wächst wieder ein kleiner. Also, da sieht man, wie der Regen und die Feuchtigkeit doch den Pflanzen weiterhilft. Ähnlich erstaunlich auch hier unsere Naschgurken. Hier mit Schimmel überzogen, sagt man, naja, die sind fertig. Und plötzlich gibt es doch an allen möglichen Stellen hier wieder neue Austriebe und da wachsen wieder Gurken und diese Teile sind gesund. Hier, da sieht man das, da zwischen hängen wieder Gurken. Die stören sich gar nicht daran an den Welkenblättern, nicht? Wie hier. Das ist ein Teil der Pflanze, anderer Teil der Pflanze, völlig in Ordnung. Hier wächst und blüht und da liegen die Gurken. Ja, die Pflanze hat sich also irgendwie selbst wieder erholt. Ähnliches bei unserem Paprika, die das halbe Jahr lang gelb waren, nur zwei, drei Früchte angesetzt hatten und nicht weitergewachsen sind. Auf einmal wachsen sie, blühen, natürlich zu spät. Aber nicht, da sitzen auf einmal hier alle möglichen neuen Früchte dran. Da hat sich die Pflanze das also auf einmal überlegt und kann nun plötzlich doch. Ja, und am sonderbarsten unsere Erdbeeren. Das sind ja keine Monatserdbeeren etwa. Das sind zwei verschiedene Sorten hier. Ganz normale Erdbeeren, eine frühe, eine späte Sorte. Und da sehen wir plötzlich hier neue Früchte gebildet. Da auch. Hier, ne? Wenn auch klein, aber immerhin. Und jede Menge Blüten. Da auch. Also sowas Erstaunliches habe ich noch nicht erlebt. Also ein zweites Leben geradezu eingehaucht. Ja, das an Besonderheiten aus unserem Gemüsegarten.